Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Hier ist wieder euer Leon von The Dark Side of Peace und ja, wir wollten uns jetzt auf den Weg zum schlauen Bär machen und bei ihm nochmal vorbeigucken. Aber erstmal müssen wir seine Hütte finden in dem kleinen, aber doch großen Dorf. Ich hoffe, wir finden ihn hier schnell. Hier? Nein. Wo wohnt der? Adressschilder hätten sie mal ruhig hier aushängen können. Mal gucken, ob der hier ist. Nein. Was war das? Was hast du entdeckt? Ah, alles klar, eine Wurzel. Hier ist ja Feuerauge, die Zora Zettelkopf. Was ist hier drinne? Ach, der Halsabschneider. Was findest du da wieder, Hundi? Öl, das ist doch schon mal sehr gut für den Hitzeblitz. Was ist hier oben? Auch nicht. Hätte doch irgendwie grüne Haare gehabt. Hier ist auch nichts los. Kann doch nie sein, wo wohnt der denn? Mal gucken, ob der irgendwas weiß. Ah ne, das ist ja nur der Händler. Weißt du das? Durch die Rettung von schlauem Bär hast du bewiesen, dass du ein Held bist. Beweise jetzt deine Intelligenz und benutze deine alchemistischen Zutaten sparsam. Besuche schlauem Bär in seiner Dschungelhütte, er kann dir weiterhelfen. Ja super, aber wo er ist, wird wir natürlich wieder nicht verraten. Suchen wir ihn noch einfach mal. Was ist hier drin? Oh Mann. Okay, was hast du zu sagen? Die Echsen holen sich das Material für ihre Waffen auf dem Friedhof im Nordosten. Bringt mir auch nicht. Ui, hier ist ein Kürbis. Zwei Stück Wachs gefunden. Irgendwo der schlaue Bär. Nein, hier geht es schon weiter ins nächste Kapitel. Ach, das gibt's doch nicht. Hätten sie ruhig mal Wegweiser hinbauen können oder irgendwas anderes. Ah, guck mal, du dicke Mama. Du siehst müde aus. Niemand findest du eine Hotelhütte. Ruh dich dort aus. Naja, wir wollen uns aber nicht ausruhen. Wir sind schon voll, aber wir suchen den scheiß Dummbär. Ah, hier ist das Hotel. Hat die Zora Zettelkopf bzw. der Rotfeuerauge nicht irgendwie gesagt, dass sie im Süden wohnt? Bloß wo? Hier irgendwo? Oder ist das? Super, du hast Hugo besiegt. Als nächstes kannst du dich um die Exoboot kümmern. Man hat irgendwas gefunden. Wasser. Gehen wir einfach mal hier runter. Und schon. Na gut. Hier müssen wir kämpfen. Aber hier ist noch ein Weg. Gucken wir uns den einfach mal an. Hier so ist Nektar. Au! Naja. Hier scheint es auch noch irgendwo hinzugehen. Die Frage ist nur wo. Stierblume! Panzerhelm gefunden. Das sieht doch schon mal cool aus. Oh, wo geht's hier lang? Ah. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ah, da ist er doch. Wir haben ihn doch gefunden. Wachs gefunden, Wachs gefunden und Öl gefunden. Sehr schön. Hallo Leon, endlich kann ich mich wieder meiner Forschung widmen. Dank dir hat mich Vulgor nicht verspeist. Nimm die Hallauer-Formel. Sie wird dir helfen, wenn du vergiftet wurdest. Die Formel nötigt zwei Wurzeln und einen Tropfen Öl. Das ist doch schon mal sehr cool. Dann können wir uns schon mal den nächsten selber heilen. Möchtest du Zutaten kaufen? Ja, bitte. Aber wir kaufen uns wachsam genug, kaufen erstmal Öl ein, aber die Formeln sind schon mal sehr gut. Na, Wurzeln haben wir 18, dann kaufen wir uns ein bisschen Öl ein für den Hitzeblitz. Okay, wir sind auch schon voll. Speichern wir gleich auch nochmal ab. Auf Wiedersehen. Dann gucken wir uns mal an, wie oft. Ah, 24 Mal, sehr gut. Für nächstes Level reicht's alle Male. Hoffe ich mal doch. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Zu, was haben wir?
Oh, 5 Kranken von cool. Ja, wir machen jetzt auf den Weg, um diese Echsen zu besiegen, beziehungsweise wir gucken uns das Problem mal an, was es da jetzt gegeben hat mit den Echsen. Oh, da ist auch noch irgendwie was. Und wir schlagen uns erstmal dorthin, aber erstmal gucken wir noch nach, was in den Kürbissen drin ist. Was wir da noch Nützliches finden. Ja, wir sind der Buschmeister hier. Komm, Scheißbuben, ja, friss schon. Oder so. Ah, super. Da kommen wir schon mal nicht lang. Komm, Muni. Au. Jetzt, wenn man dich auf aggressiv gestellt hat, dann kannst du sogar deine Stufe auflassen. Aufladen. Ach, das ist doch eine Scheiße mit den Fliegen hier. Muni, mach kaputt. Muss auch treffen, Hundi. Ich treffe aber auch noch nicht mal. Ach, das gibt's doch nicht. Ach, wolltest du mich jetzt verarschen oder was? Na, geht doch. Hier können wir lang zum Kürbis. Au. Und deine Reaktion ein bisschen zu spät. Und wir haben nur ein Blatt gefunden. Alles klar. Kommen wir auf so Schnüffeln da mit unter Drogenhund. Das war klar. Ist hier noch nichts? Na, ich brauche die Zutaten jetzt nicht. Wir hauen jetzt ab zu den Echsen. Echsen, willkommen. Lauf. So, jetzt müssen wir nach oben. Lauf, 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 lauf. Schneller. Komischer blonder Junge. So, jetzt können wir uns nämlich auch den Weg verhacken. Wir werden direkt schon angegriffen von so einem scheiß Moskito da. Oh, ich glaube, die Pflanzen sehen irgendwie etwas stärker aus. Okay, ich glaube nicht. Doch, sind definitiv stärker. Nein. Nee. Oh, wir haben Elixier gefunden. Das ist doch schon mal cool. Uni, angreifen. Au. Okay, ich glaube, die fressen uns sogar diesmal. Hundi! Sehr schön. So, hier noch Moskitos, Moskitos, Moskitos. Keine Chance. Oh, da ist ein Stein. Angreifen! Sehr schön. Wir gucken uns erstmal mal den Stein an. Ja, ich glaube, dafür brauchen... Ja. Wir kommen da auch noch nicht rein. Wir brauchen da, glaube ich, jetzt eine Formelführung. Kommen wir aber später nochmal hin. Na komm. Oh, da liegt wieder was. 12 Kronen gefunden. Mein Hungi spürt auch noch irgendwas auf. Wasser, schon mal sehr gut. Was geht's hier? Ist hier irgendwas? Was ist denn eine beschissene Blume? Lass mein Hungi frei. Nein! Boah. Nein. So. Das ist echt unglaublich hier. Wir werden hier von einem Scheiß aufgefressen. Ah, okay, hier war eine kleine Abkürzung. Weiter geht's. Komm, Hundi. Oh, ein Kürbis. Wir finden einen Nektar. Hundi, mach kaputt. Och, du sollst doch kaputt mal die fressen lassen. Aber ich habe mich jetzt auch erstmal. Na komm, dann haben wir uns beide mal. Mal gucken, ob wir schon eine gute Energie davon kriegen. Toll. Aber ja, mal nicht so das Wahre. Okay, dann haben wir uns halt mit Blättern. Uni kriegt eins, ich krieg eins. Und wir leuchten mal wieder so dermaßen geil blau und kultisch. Jawohl, das war doch schon mal sehr gut. Oh. Wachs gefunden. 3 Stücke Wachs gefunden. Was willst du? Ich kaufe und verkaufe die besten Rüstungen. Wie kann ich dir helfen? Weder noch. Denn wir haben... Ja, was hast du da wieder gefunden? Ist doch nix. Und doch, Wurzel. Naja, wir haben nämlich vorhin eine Rüstung gefunden. Mit der Rüstung muss erstmal aus. Vielleicht ist sie besser als die andere. Hippie-Mütze und Panzerhelm. Ja, die hat schon mal wesentlich mehr. Können wir den anderen schon mal gleich noch verkaufen. Alles klar, kaufen wir uns mal ein. Ah, Blamart haben wir schon mal. Panzerhelm auch. Und eine Panzerrüstung wäre nicht schlecht. Die könnten wir uns kaufen, dann würden wir nicht mehr so viel verlieren an Energie. Komm, großer böser Wolf.
Angriff. Ah, auch mal anzugreifen. Hundi. Ist schön. Ah, der lädt sich jedes Mal, glaube ich, neu auf, bevor er wieder angreifen tut. Ich habe Angst. Ah! Und! Ja, alles klar. Oder mach auch nichts. Lass mich einfach mal hier fressen. Ach, scheiße. Du bist so ein blöder Hund. Den gibt's ja gar nicht. Greif an! Nee, mich kriegst du nicht. Hundi, wo müssen wir lang? Wir können den Felsen noch gar nicht wegmachen. Ah, hier kommen wir also doch lang. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Oh, Spinnen. Neue Gegner hier. Mal gucken, wie viel die aushalten. Aber ich habe da eigentlich eine Tarantel. Ist eigentlich mich? Ja. Wollte ich doch gerade meinen. Kommen die dann von mal alle her? Oh, sehr gut. Ja, Hundi, was findest du wieder Feines hier? Deswegen hat Asche. Na klar, bei den ganzen Knochen finden wir auch Asche. Hundi, Angriff. Sehr schön. Komm her, du blöde Spinne. Ah. Wow. Na komm. Ja, super. Und mein Hund schnüffelt noch was nebenbei. So. So, da haben wir was gefunden. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt? Ah, noch nicht genug. Ich kill noch ein paar Monster. Und dann hole ich mir noch in die Rüstung. Aber ich sehe gerade, meine Zeit ist schon wieder leider abgelaufen. Ja, Leute, das war's mal wieder von mir, von Let's Play Secret of Evermore. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Secret of Evermore. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß.